Nikolai, es ist wieder soweit. Ungelogen, als wir eben darüber sprachen, wann war das letzte Video, das wir aufgenommen haben und veröffentlicht haben, habe ich gesagt, 7 Monate. Ich konnte es nicht glauben. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist eben so viel passiert und ich bin umgezogen. Ja, genau. Und du hast wieder so ein schönes Zuhause gefunden, aber was toll ist. Es gibt einen neuen Hintergrund. Nicht mehr dieses Riesenbild. Das passt ja nicht mehr rein in die kleine Wohnung, aber das ist ganz schön geworden. Ja, also klein und sehr fein, also zum Wohlfühlen wieder mal. Und ich habe mich ja fast einladen wollen auf den Wein, um deine Wohnung mal zu sehen. Nein, in Wirklichkeit gibt es tatsächlich ein wirklich gutes neues Thema, was wir besprechen wollen. Und das ist das sogenannte Kohlenhydrat-Insulin-Modell. Ja, aber wollen wir denn nicht erstmal einen anstoßen? Sehr gerne. Auf die neue Wohnung. Auf die neue Wohnung. Und ich habe mitgebracht heute mal zur Abwechslung keinen französischen Rosé, den ich dir schon ein paar Mal angeboten habe, sondern ich war kürzlich in Wien und habe dort ein paar Flaschen mitgenommen von einer von meinen Lieblingsweingütern in Österreich, Schloss Gobelsburg in Langenlois. Mhm. Und die machen auch einen schönen Rosé, der hat einen ganz anderen Charakter als die französischen, aber ist auch sehr lecker und jetzt für den Sommer natürlich eine tolle Sache. Zum Wohle. Zum Wohle. Auch viel Neues. Man kann sich auf deinen Geschmack einfach verlassen. Also, und auf die Österreicher auch. Genau, also insbesondere, ich liebe die österreichischen Weißweine. Mhm. Und bei Rosés bin ich noch nicht so fündig geworden, aber den finde ich schon ausgezeichnet. Wunderbar. Ich bin aber trotzdem dankbar, dass wir es heute nicht ganz so heiß hatten wie in den letzten Videos. Alle die treuen Fans, die die Videos gesehen haben, wissen, wie wir geschwitzt haben in den letzten Videos. Heute ist es ein bisschen gemäßer und der Wein wird sicherlich nicht ganz so schnell warm werden wie letztes Mal. Genau. Erinnerst du das noch? Das war nachher viel zu warm. Wir haben das Kohlenhydrat-Insulin-Modell heute auf der Agenda. Und die Frage ist natürlich immer, wie spielt Wein da eigentlich mit eine Rolle? Hat Wein irgendeine Rolle? Ja, eine kleine. Da geht es ja, wie der Name schon sagt, auch um das Insulin und ein wenig Alkohol, also so 0,2 oder 0,3 am Tag, insbesondere als Wein natürlich, das fördert die Insulinsensitivität. Und damit wird also eine übermäßige Insulinausschüttung eher gebremst. Und übermäßige Insulinausschüttung ist ja doch etwas, was wir nicht haben wollen, weil das doch viele Nebenwirkungen auslöst. Und damit wären wir quasi auch in diesem Modell ein klein wenig drin. Ich muss dann natürlich nachfragen, weil ich ja immer die Stimmen höre von den Patientinnen oder Klientinnen, gilt das auch für mich? Also so Nachfragen wären dann, gilt das für jeden Menschen, egal wie, also in der Therapie genauso wie in der Prävention, die 20 bis 30 Gramm, dass die Insulinsensitivität fördern? Ja gut, also die Studien sind natürlich immer nur beschränkt auf die Studienpopulation, die da gerade untersucht wurde. Das sind keine repräsentativen Erhebungen, sondern an einer ausgewählten Gruppe von Probanden. Aber man kann im Durchschnitt schon davon ausgehen, dass es bei jedem einen ähnlichen Effekt gibt. Immer gibt es individuelle Unterschiede, nie kann man hundertprozentig sicher sein. Aber es gibt ja natürlich seit Jahrhunderten oder jetzt seit Jahrtausenden die Erkenntnis, dass in den Weinregionen, weintrinkenden Ländern nicht gerade erhöhte Krankheitsraten bekannt sind, sondern eher günstigere. Und also das ist deswegen immer so spannend, weil das große Thema ist immer Alkohol. Ist das jetzt erlaubt? Darf ich das trinken? Darf ich es mit gutem Gewissen trinken? Und wie viel? Und dann hast du eben schon gesagt, 20 bis 30 Gramm, auch wahrscheinlich als Durchschnittswert, oder? Das Problem ist, dass dieses Thema leider total politisch geworden ist. Die Politik hat den großen Willen, den Alkoholkonsum zu senken. Und dadurch wird Alkohol zurzeit einfach generell sehr negativ betrachtet. Es gibt aber sehr, sehr viele Untersuchungen und ich bin ja auch im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Weinakademie, die eben darauf hinweisen, dass ein wenig Alkohol, insbesondere Wein, eingebunden in einen mediterranen Lebensstil,
durchaus viele Vorteile hat und eben nicht zu Krebs und zu was der Teufel, was alles führt, was dem Alkohol nachgesagt wird. Mhm. Das Problem ist, dass in der heutigen Diskussion immer gesagt wird, Alkohol schädigt, Alkohol macht dieses und jenes, ohne den Dosis anzugeben und ohne den Zusammenhang anzugeben. Denn, wie gesagt, Wein eingebunden in einen mediterranen Lebensstil hat überwiegend Vorteile. Übermäßiger Alkoholkonsum eingebunden in einen ungesunden Lebensstil hat überwiegend Nachteile. Mhm. Also einfach Alkohol zu benennen als Schädigen des Agens ist einfach politisch und nicht wissenschaftlich. Ja, und wir entwickeln uns ja sowieso weg davon, einzelne Nährstoffe immer in Misskredit oder sehr zu pushen, genau. Sondern es ist tatsächlich so, dass man den Lebensstil, das Essen insgesamt sich anschauen muss und das große Thema auch die personalisierte Ernährungsberatung. Also das, was für dich gut ist, ist für mich noch lange nicht gut und andersrum. Darf ich vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel nennen? Ich habe vor 2 Tagen eine Videokonferenz gehabt mit einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Brüssel. Da ging es um die Frage Wein und Krebs, Krebsrisiko und Alkohol und Krebsrisiko. Und ich habe ihr ein paar Studien gezeigt und das war ihr ganz neu, weil in Brüssel eben auch nur die negative Seite ständig besprochen wird. Ich habe ihr eine Studie gezeigt, große, große englische Arbeit, die UK Biobank mit über 300.000 Teilnehmern. Und dort haben die Forscher gefragt, was ist denn der Einfluss von Alkohol auf Krebs, wenn gleichzeitig die körperliche Aktivität beachtet wird. Und da sah man, so wie es zurzeit eben gerne besprochen wird, ja, Alkohol fördert die Krebssterblichkeit. Dann hat man aber analysiert in 3 Gruppen, niedrige körperliche Aktivität, also Leute, die auf der Couch sitzen, Couch Potatoes, moderate Aktivität und Menschen, die regelmäßig sehr aktiv sind körperlich. Und in der 2. Gruppe, also bei Moderaten, sah man schon einen ganz schwachen Anstieg des Krebsrisikos und in der 3. Gruppe mit regelmäßiger hoher Aktivität sah man überhaupt kein Krebsrisiko. Also das ist so ein ganz typisches Beispiel, einfach zu sagen, Alkohol macht Krebs, wie es zurzeit von der WHO auch gefördert wird. Ja, das ist politisch und das ist nicht wissenschaftlich. Und das ist eigentlich interessant, welche Interessen dahinter stecken. Also ist das wieder ein blinder Aktionismus, wir werden dem Krebs nicht her und müssen irgendwas finden. Das sind Mutmaßungen, aber es ist tatsächlich, also welches Interesse steckt dahinter? Das ist jetzt reine Spekulation, dem wollen wir uns nicht aussetzen. Wir wollen tatsächlich wissenschaftlich bleiben und da bin ich ja bei dir immer an der richtigen Stelle, weil du Aussagen scheust, die nicht wissenschaftlich basiert sind. Und trotzdem werde ich dich heute mit manchen Fragen nahezu vielleicht auch belästigen. Warum? Weil es dieses Kohlenhydrat-Insulin-Modell gibt, wo man viele Fragezeichen noch hat, also wo vieles noch nicht der Kausalität ist, aber dieses Modell trotzdem eine Berechtigung hat, weil es ein riesiges Thema angehen möchte. Genau. Und das Interessante ist, dass dieses Modell inzwischen von vielen führenden Adipositas-Forschern in den USA durchaus als wichtig anerkannt wird, zwar noch nicht endgültig bewiesen, aber als wichtiger Diskussionsbeitrag, während in Deutschland dieses Modell weitgehend bekämpft wird. Mhm. Der Mann, der das ganze Modell als erstes beschrieben hat, war kürzlich in Deutschland und es gab riesigen Widerstand, diesen Mann auf einem großen internationalen Kongress sprechen zu lassen. Und man hat ihn quasi so versteckt, also am letzten Tag, in der letzten Session. Nun redest du, ich darf es sagen, vom Deutschen Diabeteskongress. Und der Mann, der da war, das ist David Ludwig. Kein geringerer als derjenige, der Logi in die Welt gerufen hat. Und seitdem habt ihr Kontakt seit mehreren Jahrzehnten. 23 Jahren. Ja, seit 23 Jahren. Ich hatte auch damals das Glück, dass du mir ermöglicht hast, in Harvard bei ihm zu hospitieren. Ich habe ihn schon mal gesehen in seiner Klinik, in der Kinder- und Jugendklinik und ein wahnsinnig engagierter Mann und nach wie vor voller Energie und Elan für das, was er sagt. Da habt ihr viel gemeinsam.
David Ludwig ist der Entwickler sozusagen dieses Modells und das, was du gerade schon angesprochen hast, viele Adipositas-Wissenschaftler gehen blasen in das gleiche Horn, weil irgendwas passieren muss. Die große Pandemie der Adipositas, über die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig, adipös, das wird nicht weniger. Die zunehmenden Raten, die Prävalenzen bei den Kindern, das ist alles irgendwie erschreckend. Wir wollen dem Herr werden und ein altes Modell, nämlich das Energiebilanzmodell, das du auch gleich beschreiben wirst, das wird jetzt irgendwie in Abrede gestellt. Ich will ganz kurz dazu sagen, Energiebilanz, also es geht um Kalorien, die wir irgendwie berechnen und ganz viele von den Zuschauerinnen und Zuschauern wissen jetzt schon, oh Gott, jetzt geht das Thema Kalorien los. Was ist das Energiebilanzmodell? Naja, das ist ja das, was noch gelehrt wird. Das ist ja die offizielle Position. Das ist Bilanz wie in der Wirtschaft, wenn man die Frage ist, wie viel kommt rein und wie viel geht raus. Mhm. Also wie viel geht raus heißt, wie viel verbrauche ich am Tag und wie viel geht rein, das heißt, wie viel Kalorien esse ich, nehme ich zu mir. Und übergewichtig und fettleibig würden wir deshalb, weil wir uns zu wenig bewegen und zu viel aufnehmen. Und dieses Bilanzmodell sagt im Prinzip, es ist egal, welche Kalorien du zu dir nimmst, Hauptsache oder das wichtig wäre, nicht zu viel Kalorien zu nehmen, egal ob aus Fett, Eiweiß oder Kohlenhydraten oder Alkohol. Umgekehrt sagt man, um diesem Übergewichtsdrama Herr zu werden, müssen wir einfach eine negative Energiebilanz einhalten. Das heißt also, negativ heißt entweder wir machen mehr Verbrauch oder wir machen weniger Input, also weniger Zufuhr. Und dann passt es schon, dann würde man mit einer negativen Energiebilanz ja auch locker abnehmen können. Ja, blöderweise funktioniert das nicht. Seit Jahrzehnten macht man Forschung, Studien ohne Ende, Beobachtungen ohne Ende und das Ergebnis ist, es funktioniert einfach nicht. Und ja, seit vielen, vielen Jahren in meinen Büchern, in meinen Vorträgen weise ich darauf hin, es ist doch Unsinn zu glauben, dass eine Kalorie im Körper des Menschen gleich einer Kalorien wirkt, egal aus welcher Quelle. Denn also dass eine Fettkalorie das gleiche ist wie eine Proteinkalorie, eine Alkoholkalorie, eine Kohlenhydratkalorie. Ja, im Physiklabor natürlich schon, im Kalorimeter, ja, wenn man Kalorien verbrennt, ist es identische Energie. Aber im Körper des Menschen werden diese unterschiedlichen Nährstoffe hormonell unterschiedlich gelenkt. Die gehen unterschiedliche Wege im Körper ein, die durch Hormone ausgelöst werden. Und dann gibt es eben Kalorien, die machen eher längere Zeit satt. Und dann gibt es Kalorien, die machen eher schneller wieder Hunger. Obwohl es die gleiche Menge an Kalorien ist. Ja, und in diesem Bereich greift dieses Kohlenhydrat-Insulin-Modell ein. Genau, also das ist ja jetzt das Umdenken. Und das ist auch das, was sich in der Praxis immer wieder bestätigt. Wir haben ja Patientinnen und Patienten, die schon so lange mit ihrem Gewicht am Kämpfen sind, muss man wirklich sagen, und die wir kaum aus dem Kaloriendenken rausbekommen. Und immer wieder drosseln sie sehr stark ihre Energieaufnahme und wir kriegen keine besseren Effekte hin. Wir kommen gegen aber dieses alte Denken bei diesen Patienten kaum gegen an mit Argumenten, sondern es muss erlebt werden. Und das ist ja das, wo andere Patienten wiederum den Mut haben und sagen, ich esse jetzt mehr. Ich esse jetzt mehr und anders. Und ich glaube, das ist genau das, worauf David Ludwig hinaus wollte. Wir brauchen ein anderes Denken, ein Umdenken von den Nebenwirkung der Nährstoffe. Also mir fällt gerade noch was ganz Aktuelles ein. Vor ein paar Tagen ging es durch die Presse, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat vor, ein Werbeverbot auszusprechen. Und zwar bezogen auf Nahrungsmittel, die pro 100 Gramm eine gewisse Fettmenge, Anteil überschreiten. So, dann sind wir also wieder bei der Frage, also ein Joghurt, das weniger als 3 Gramm Fett pro 100 Gramm hat, ist okay. Und ein Joghurt, das 3,5 Gramm Fett pro 100 Gramm hat, ist nicht okay, aufgrund der höheren Energiedichte. Und dann kann ich nur sagen, Leute, wir haben 2023,
Es gibt unzählige Studien, die zeigen auch, dass vollfette Milchprodukte kein Übergewichtsrisiko sind und dass vollfette Joghurt sogar das Übergewichtsrisiko mindert. Also diese Kaloriendenke, die ist so fest verankert, ja, dass man offenbar plant, auch 2023, 2024 wieder so einen Schwachsinn verpflichtend einzuführen. Mhm. Darüber hinaus ja auch noch Fleisch sehr stark benutzt. Ja. Also es bahnt sich viel an, was uns Material gibt, darüber nachzudenken und auch wieder aufklären zu müssen, dass da manche auf den Irrwegen sind. Kommen wir zurück zu dem Kohlenhydrat-Insulin-Modell. Und da geht es jetzt also um Nährstoffe. Das heißt, die Kohlenhydrate stehen im Fokus. Was ist denn das, was Kohlenhydrate so anders macht zu Protein oder Fett? Was ist das mit den Kohlenhydraten? Ja, also man muss sagen, es stehen zwar Kohlenhydrate im Fokus, aber es steht vor allen Dingen die Art der Kohlenhydratzufuhr im Fokus, nämlich die heute so weit verbreitete hohe glykämische Last, die über Nahrungsmittel zugeführt wird. Was ist die glykämische Last? Die glykämische Last setzt sich zusammen aus der Menge an Kohlenhydraten und der Blutzuckerwirkung von Kohlenhydraten. Oder anders ausgedrückt, manche kennen den glykämischen Index. Mhm. Also wenn Nahrungsmittel genommen werden mit hohem glykämischen Index und viel davon gegessen wird, dann ist das die maximale glykämische Last. Also Menge mal Qualität ergibt glykämische Last. Mhm. So, und was das heißt, also umgesetzt in die Praxis, hoch verarbeitetes Weißbrot, Weißmehlprodukte, weißer Reis, was gibt es noch? Die Nudeln, unsere geliebten Nudeln. Ja, aber auch die Kartoffeln. Insbesondere, wenn sie so Mashed Potatoes sind. Ne? Also, ja, also es gibt natürlich sortentypische Unterschiede, aber diese sehr mehligen Kartoffeln, und viel davon ergibt diese hohe glykämische Last. Blutzuckerspiegel steigt an. Insulin steigt an, Blutzuckerspiegel steigt an. So, das steht eigentlich im Fokus. So, und ja, soll ich jetzt mal erklären, wie das geht? Ich würde dich darum bitten wollen, ja. Also, David Ludwig und inzwischen viele Mitautoren auf seinem großartigen Paper 2021, in dem viele, viele anerkannte Übergewichtsforscher mitschreiben, sagt, das Modell, die Theorie geht so, diese schnelle, starke, oder diese Nahrungszufuhr mit hoher glykämischer Last bewirkt einen starken Insulinausstoß, heißt eine hohe Insulinkonzentration im Blut. Und dieses Insulin ist ja das wichtigste Speicherhormon, führt dazu, dass nach dem Essen in den nächsten 2, 3, 4 Stunden alle energiereichen Anteile der Mahlzeit, Substrate sagt man, ja, alle energiereichen Substrate werden jetzt sehr effektiv weggespeichert. Insulin, Speicherhormon. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf die Kohlenhydrate, auf die Glucose oder die Stärke, die zur Glucose gespalten wurde, oder die Fructose oder die Laktose, sondern es bezieht sich eben auch auf die Fette, die Fettsäuren, die in der Nahrung mitgekommen sind. Und es bezieht sich auch auf die nach dem Essen, nach 3, 4 Stunden schon sich langsam bildenden Ketonkörper. Die sind ja auch Energieträger. So, und diese hohe Insulinausschüttung nimmt also alle drei Energiesubstrate und packt die weg in unsere Speicher. Und die Speicher heißen für Kohlenhydrate Muskel und Leber. Und dann haben wir diesen riesigen Speicher Fettgewebe. So, und wenn jetzt zum Beispiel Menschen nie körperlich aktiv sind und viel Kohlenhydrate essen, dann sind die Muskeln ja voll und können nur wenig speichern. Werden nie geleert durch Sport, durch körperliche Aktivität. Die Leber ist vielleicht auch nicht richtig entleert, weil zwischendurch immer so viel genascht wird. So dass dann eben vermehrt alle drei Energiesubstrate
im Fettgewebe als Fett landen. Also der Körper baut die Kohlenhydrate in Fett um und speichert die als Fett. Die Ketonkörper werden wieder umgebaut in Fett und werden im Fettgewebe gespeichert. Also das ist so die Grundidee, dass gewisse Nahrungsmittel aufgrund ihrer hormonellen Auslösung dazu führen, dass energiereiches sehr schnell weggespeichert wird und dass dann Sensoren im Kreislaufsystem, dem zentralen Nervensystem, dem Hunger- und Sättigungszentrum melden, hallo, es ist zu wenig Energie da, sorg mal dafür, dass Energienachschub kommt und dass das löst wieder Appetit und Hunger aus und so würde man verleitet sein, schneller wieder zu essen, Nahrung zu suchen, zu essen. So dass diese falsche Ernährungsauswahl einen dazu verführt, mehr zu essen, als man eigentlich braucht. Das heißt, das ist eigentlich Essen, das zu Hunger führt. Nicht Essen, das zu Sattheit führt oder Sättigung, sondern Essen, das zu schnellem wiederkehrenden Hunger führt. Das ist ja eigentlich ein Paradox. Denn eigentlich essen wir ja, um satt zu werden. Ja, ist richtig. Und er hat dieses Modell natürlich auch schon mit Studien unterfüttert. Und er konnte in einigen Studien zeigen, also der Effekt ist nicht riesig, aber wenn man also diese drei Energiesubstrate im Blut misst, kontinuierlich über die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden nach dem Essen, dann konnte er zeigen, dass tatsächlich alle drei als Gemeinschaftsenergieträger nicht bei einer kohlenhydratarmen Kost mit einer niedrigen glykämischen Last, mit mehr Gemüse und mehr Proteinen nicht so stark nach 3-4 Stunden absinkt und die mit hoher glykämischer Last eben sehr stark absinken und dadurch eben, das würde auch wirklich erklären, biologisch plausibel erklären, warum die Menschen dann wieder schneller was essen müssen. Ja, in der Praxis, aus der ich ja komme und in der ich solche auch Modelle und Gedankengut ja immer übersetzen muss, werde ich immer wieder gefragt, aber das Fett macht ja Fett, oder ich esse aber auch den fettarmen Joghurt oder ich esse, und das ist immer so als, ich mache das ja schon richtig, These aufgestellt. Und dann sage ich, aber halt, stopp, nicht die Sahne ist das Böse oder der Käse, sondern der Partner. Also wenn ich ein Brot mit Käse esse, löst das in mir was anderes aus, als wenn ich den Käse übers Gemüse tue. Damit wissen wir schon, der Käse oder die Sahne ist nicht das Böse, sondern mit was esse ich es zusammen. Und das macht ja eben den Riesenunterschied, was ich auf den Teller tue. Das heißt, wir fassen mal zusammen. Also Kohlenhydrat-Insulin-Modell bedeutet in erster Linie, die Kohlenhydrate spielen eine besondere Rolle in der Menge und in der Quantität, wie schnell es ins Blut aufgenommen wird. In der Qualität. Genau, Verzeihung, genau. Also in der Menge Quantität und in der Qualität genau richtig. Und dass es dann das Insulin als Hormon gilt. Das heißt, wir müssen eigentlich immer auf die Nebenwirkungen der Substrate, der Nährstoff- oder Kalorienspender achten. Genau. Der Satz müsste dazu heißen, für Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Diätassistentin und Ökotrophologin oder ähnliches. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht so wahnsinnig überraschend, denn wir wissen seit Jahrzehnten, wenn man kontrollierte Diätexperimente am Menschen macht, dass es einen Nährstoff gibt, der einfach am besten sättigt und satt hält, ist das Protein. Das ist lang bekannt. Und man kann es in der Praxis auch sehr schnell ausprobieren und es funktioniert bei den allermeisten sehr gut. Also das ist nicht wirklich überraschend, dass unterschiedliche Nährstoffe in unterschiedlicher Qualität unterschiedlich im Körper wirken, im Sinne von, kriege ich schneller wieder Appetit und Hunger und esse deswegen zu viel oder kann ich länger gesättigt sein und habe eben nicht so einen großen Antrieb, wieder essen zu müssen. Und das wieder die Partnerwahl, also esse ich das Omelett mit einer Scheibe Brot, macht es nicht so ein Dilemma, esse ich das Brot mit der Marmelade drauf, ist es ein Dilemma. Obwohl es die gleiche Kalorienmenge hat. Genau. Und das ist genau das, was auch so ein Umdenken ist, dass wir nicht mehr die Kalorien denken, sondern in den Hormonen. Also Kohlenhydrate, Insulin sorgt auch dafür, dass Fett eingespeichert wird. Also Kohlenhydrate und Fette sind immer so im Fokus. Die Proteine hast du jetzt schon erwähnt, die haben irgendwie so eine Sonderrolle unter den Energielieferanten. Ja, aber die werden auch hormonell gesteuert. Da sind wir jetzt bei
beim Thema Darm, sogenannte Darmhormone oder Inkretine. Und darüber müssen wir auch nochmal in Bezug auf die Kohlenhydrate und die Kohlenhydratqualität sprechen. Das Protein löst im Dünndarm die Ausschüttung von gewissen Darmhormonen aus. CKK, PYY. Und das sind wieder Hormone, die im zentralen Nervensystem, im Hunger- und Sättigungszentrum wirken und dort Sättigung oder Sattheit auslösen. Vielleicht nochmal, was ist der Unterschied? Sättigung ist, der Punkt, wenn ich esse und höre auf zu essen. Jetzt wie ich mich dann fühle. Jetzt bin ich gesättigt. Ja. Und Sattheit ist die Zeit nach dem Essen, bis ich wieder Hunger habe und wieder anfange zu essen. Mhm. Ja, das ist also ein kleiner Unterschied. Und um beides geht es ja. Also man kann sich ja mal eben satt trinken. Also wir nehmen die Flasche Wasser und trinken uns satt. Sättigen. Sättigen trinken. Wie sagt man das eigentlich? Satt trinken für den Moment, wollte ich sagen. Ja. Wie sagt man eigentlich? Also für den Moment bin ich gesättigt. Aber ich bleibe es nicht lange, weil das Wasser natürlich sehr schnell durch den Magen durchrutscht und dann wieder andere Hormone ausgeschüttet werden, sodass ich schnell wieder Hunger habe. Wenn ich aber meinen Magen mit einem großen Omelett fülle, bin ich für den Moment nach dem Essen satt und bleibe es auch. Ja, und das Wasser kannst du zuführen, indem du es in Form von Gemüse oder Salaten isst. Besteht zu 95% aus Wasser und das läuft nicht aus dem Magen raus. Ja, richtig. Weil es dann eben im guten Eiweiß liegt. Also wir haben... Damit sind wir übrigens beim Thema Energie, niedrige Energiedichte. Ja. Ein wichtiger Baustein der Logi-Methode seit 23 Jahren. Leute, sättigt euch clever. Das heißt, Magendehnung, das Gefühl, der Magen ist voll mit möglichst wenig Kalorien. Und das heißt wasserreich. Mhm. Und das Wasser darf nicht rauslaufen, sondern das Wasser muss drinnen bleiben. Ja. Und deswegen ist ein Grundprinzip schon immer in meinen Konzepten, du musst in den Hauptmahlzeiten Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Früchte, nicht so zuckerreiche, essen, weil dann isst du überwiegend Wasser, was den Magen dehnt, Sättigung auslöst, auch hormonell übrigens. Mhm. Und dann kannst du dich clever sättigen. Was ist dein Lieblingsmix aus Eiweiß und Gemüse oder Eiweiß und Obst? Oh Gott, ich liebe Spinat mit Spiegelei. Ich liebe Spinat mit Fisch oder Brokkoli. Ach, ich bin ein Gemüsefan und wenn man weiß, wie man das zubereitet, dann schmeckt es eben auch lecker. Das ist immer so ein Defizit, den ich bei vielen Menschen feststelle, dass sie nicht wissen, wie sie ihr Gemüse zubereiten, damit es einigermaßen wirklich schmeckt. Tust du Butter und Öl dazu? Oder? Ja, klar. Ja, also meistens verwende ich Olivenöl, aber zu manchen Gerichten, klar, muss die Butter rein. Muss nicht dazu, ne? Ja. Und dann hast du, auch wenn man nicht gut kochen kann, ein gutes Gemüse, ein gutes Öl und das schmeckt schon. Ja. Wir haben unlängst jetzt ein sehr rudimentäres Grillen gemacht. Das Einzige, das sollte so ein Steinzeitgrillen sein, das Einzige, was der Koch uns noch angeboten hatte, ich war nicht die leitende Funktion, sondern nur Teilnehmerin, und das war ganz wunderbar, weil wir hatten nur Salz und Pfeffer. Das gab es zu der Zeit jetzt nicht unbedingt, aber wir durften das nutzen, wenn wir wollten. Ansonsten nur ein Fleisch und ein Fisch, das auf den Grill kam, ganz, ganz viel Wurzelgemüse, also rote Beete, Karotte, Pastinake war mit dabei, Pilze in sämtlichen Formen. Als Dessert gab es einen Obstsalat mit Nüssen drinnen, viele Beeren. Es war ein Traum und ich fragte dann, weil das so rudimentär war und fernab von Shishi und Tamtam, hat es geschmeckt am nächsten Tag? Also wenn alles einmal durch den Kopf und durch den Bauch gegangen ist und war das wirklich gut? Und alle so, ja, und waren erstaunt, dass es so leicht gehen kann, wenn man eben auch noch den Geschmack mit ranbringt. Also es darf uns leicht gehen. Wir kommen wieder zu dem etwas komplizierteren Modell zurück. Das heißt, wir haben die Nährstoffe, wir haben Hormone, die wir auslösen. Wir sind eben im Darm noch gewesen. Also das heißt, du hast schon erwähnt, Hungersättigungsregulation ist im Hirn. Daher kommt das Gefühl, aber indirekt kommt es ja aus dem Darm, nämlich von den Hormonen, die dort ausgelöst werden. Genau. Also, weil ich sagte schon, wir sollen nochmal über die Kohlenhydrate und die Darmhormone sprechen. Ja. Da sind wir eben auch wieder bei den hochverarbeiteten Kohlenhydratträgern, Weißmehlprodukte, weißer Reis und so weiter.
die lösen, also die werden in sehr schnell in oberen Abschnitten des Dünndarms, also direkt nach dem Magen, schon resorbiert. Und an diesen Orten sitzen Zellen, die ein Darmhormon ausschütten. Dieses Hormon nennt sich GIP. So, und dieses GIP sorgt für eine hohe Insulinausschüttung zusätzlich und für eine Fettspeicherung. Und zwar nicht nur leider im Fettgewebe, sondern speziell auch in der Leber. So, wenn man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die erst später verdaulich sind, die in die tieferen Abschnitte des Dünndarms, ja, das ist ja so ein langer Kanal, 7 Meter durchflutscht. wenn diese Nahrungsmittel erst in tieferen Abschnitten gespalten und aufgenommen werden, dann wird vor allen Dingen oder dann wird mehr von einem anderen Darmhormon ausgeschüttet, das berühmte, inzwischen weltberühmte GLP-1. Was zum Beispiel, was ganz viele Wirkungen hat, was aber eine ganz spezielle Wirkung eben hat, es bremst die Magenpassage. Das heißt, man bleibt länger Satt. gesättigt. 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 Naja gut, im Endeffekt Eigentlich auch bleibt man satt. auch satt, ja. Danke. Ja, und dieses GLP-1 hat ganz viele sehr günstige Wirkungen im Körper. Das ist das größte neue Geschäft in der Pharmakotherapie, Diabetesbekämpfung, Übergewichtsbekämpfung, indem man jetzt GLP-1-Agonisten, also pharmazeutische Produkte, die quasi diese natürliche Ausschüttung verstärkt nachmachen. So, und damit nimmt man ab. Ja, das wird als Übergewichtstherapeutikum heute schon angeboten in den USA. Bei uns ist es vor allen Dingen für Diabetes noch eingesetzt. Ein weltweit riesiger Erfolg und wird bestimmt bei uns auch demnächst als Übergewichtstherapie angeboten. Die Leute nehmen also sehr schnell ab, sehr effektiv ab. Das Einzige ist, wenn man dieses Medikament nicht mehr zu sich nimmt, es wird gespritzt, jetzt kommen auch orale GLP-1-Agonisten, wenn man das nicht mehr nimmt, dann nimmt man auch ganz schnell wieder zu. Also Ja. man ändert nichts an den Grundproblemen, sondern es ist ein Medikament, was hormonelle Wirkung auslöst und man könnte im Prinzip Ähnliches, zwar nicht so stark, aber doch vom Prinzip her Ähnliches erreichen, indem wir Nahrungsmittel nehmen, die eben nicht so schnell verfügbar sind, nicht so schnell spaltbar sind, sondern die erst langsam in späteren Darmabschnitten gespalten und aufgenommen werden. Damit sind wir beim Thema hochverarbeitete Nahrungsmittel im Vergleich zu Ich möchte naturbelassenen dich einen Moment Nahrungsmitteln. stoppen, weil da möchte ich gleich natürlich auch mit dir drüber sprechen, weil wir beide zum Team Lebensmittel gehören. Aber ich möchte bei diesem Medikament nochmal stoppen, weil das ist ja eins, da werden wir jetzt auch drauf angesprochen. Also das Semaglutid oder wie sie alle heißen, die Präparate. Das ist sozusagen der heiße Scheiß gerade, weil man ja nur spritzen müsste. Und dann eben Gewicht verliert. Das Problem ist, wenn ich dann nicht mich mehr bewege, nicht proteinreicher esse, verliere ich ja auch die Muskelmasse. Also ich verliere Gewicht, aber auch Muskelmasse. Wir erzeugen da auch einen Jojo-Effekt, nämlich nur solange man es zu sich nimmt, spritzend oder vielleicht irgendwann oral, dass man dann sagt, so lange wirkt es und danach habe ich weniger Muskeln, ich habe Problem damit, wieder normal zu essen, weil dann natürlich durch die noch geringeren Energiespeicherkapazitäten der Muskulatur ich noch schneller Fett aufbaue. Also muss ich das eigentlich ein Leben lang nehmen und das klingt ja jetzt erstmal so gut. Ich spritze es mir einfach einmal die Woche. Das schaffe ich schon irgendwie. Jeder insulinpflichtige Diabetiker würde darüber lachen, nur einmal die Woche zu spritzen. Aber das Problem ist ja, da sind die ganzen Nebenwirkungen auch noch dieser Präparate. Ja, und wir haben natürlich nicht Langzeiterfahrung. Ich bin gespannt, was da noch an Nebenwirkungen erkannt wird mit Ja. der Zeit. Kurzfristig ist es Und Übelkeit und ja, Unwohlsein. man muss einfach bedenken, der Effekt, der natürlicherweise über Nahrungsmittel entsteht, wird ja dort 10-fach, 20-fach verstärkt.
Also da kommen Konzentrationen von diesem Hormon im Kreislaufsystem zustande, die ja nicht normal sind, die unphysiologisch sind. Und ich bin da sehr skeptisch, ob das nicht mit der Zeit eben erhebliche negative Auswirkungen hat. Auch da bleiben wir gespannt. Also wenn es so ein Präparat gibt, was, ich sag mal, nur zu Unwohlsein und nur Übelkeit oder möglicherweise auch Erbrechen führt, dann wäre das ja schön für manche, und das muss ja jeder für sich selber überlegen, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen, was ist es mir wert, meine Erkrankung oder mein Aussehen zu verändern. Da bin ich auch nicht der Maßstab. Ich warne nur davor, das jetzt als Heilmittel zu sehen, weil die Nebenwirkungen sind auch da einfach immens. Wir kommen jetzt zu den Lebensmitteln. Die unverarbeiteten. Also die Lebensmittel, die wir noch als Lebensmittel erkennen, weil sie ganz puristisch daherkommen als Lauchstange oder als Stück Fleisch oder ähnliches, die in der ganzen Struktur noch sind. Da sagst du gerade, die machen was anderes mit uns. Ja, wir wissen noch sehr wenig im Endeffekt darüber, aber es scheint so zu sein, dass unser Körper genetisch an solche Nahrungsmittel angepasst ist und dass mit diesen modernen künstlich zusammengesetzten Nahrungsmitteln aus 3, 4, 5 Grundstoffen plus Farbe, Farbstoffen, Aromastoffen, Geschmacksstoffen, chemische, dass das unsere Sensorik im Körper übertölpelt. Mhm. Und dass wir, abgesehen davon, dass die schnell gespalten werden und dann diese unerwünschten hormonellen Regelungen auslösen, dass wir einfach körperlich nicht daran gewöhnt sind, genetisch nicht adaptiert sind und dass das eben Schwierigkeiten macht. Also ich kann nur immer wieder sagen, und das ist ja auch seitdem ich Logi vor 23 Jahren vorgestellt habe, das ist eines der Grundprinzipien, da sind wir wieder beim Thema clevere Sättigung, aber auch Genuss und Geschmack und was auch immer, versuche eine hochqualitative, naturbelassene Nahrung zu dir zu nehmen und lerne sie zuzubereiten, sodass es auch schmeckt. Ja, absolut. Also ich könnte jetzt ganz viel ausholen, aber mir geht vor allen Dingen durch den Kopf ein Referent jetzt unlängst auf der Nutrition 2023, der Dreiländertagung von Schweiz, Österreich und Deutschland. Und es ging auch viel um den Darm und um Lebensmittel. Und die sogenannte Western Diet, also das, was wir so machen, wenn wir hochverarbeitete Lebensmittel essen, mit wenig Ballaststoff, von hohem Kohlenhydrat-Zucker-Fettanteil, Zusatzstoffe wissen wir sehr wenig drüber, müssen wir nicht aufmachen, das Fass. Aber das, was der Referent sagte, ist, haben wir vielleicht Morbus McDonald's, also stellvertretend McDonald's für alle hochverarbeiteten Lebensmittel, dass wir einfach, weil wir irgendwas in uns reintun, was wirkt, was spätestens im Darm wirkt, wo der Darm wiederum so viele Effekte auf den ganzen Körper hat, dass wir mal einfach über Qualität nachdenken müssen. Dieser Referent sprach sehr viel aus Sicht der Darmgesundheit. Na gut, dann sind wir auch natürlich beim Thema Darmbakterien. Mhm. Denn die Darmbakterien brauchen ja schon auch ein gewisses Futter, um dann zumindest damit sich die günstigen, die guten Darmbakterien eher vermehren und die ungünstigen zurückdrängen. Da sind wir wieder beim Thema Ballaststoffe, lösliche Ballaststoffe. Sind wir nicht nur beim Thema Vollkorn, sondern da sind wir auch beim Thema Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Ballaststoffreiches. Ja. Das ist das Futter für die günstigen Darmbakterien, die wiederum Einfluss nehmen auf unser zentrales Nervensystem, auf Hunger, auf Sättigung, auf Befriedigung und so weiter. Also das Ganze ist zwar wissenschaftlich nicht endgültig erforscht und man kann nicht jeden Schritt eindeutig beweisen, aber insgesamt macht das schon sehr viel Sinn. Ja, es macht sehr viel Sinn und auch die Beobachtung führt ja dazu, dass gestern gerade eine Frau auf mich zukam, die mit Colitis ulcerosa belastet ist, ihr Leben lang, hat in den USA gelebt, ist jetzt wieder zurück in Deutschland, hat ihre Ernährung komplett umgestellt, braucht ihre Medikamente gar nicht mehr. Ja. Also es ist ja eigentlich eine chronische Erkrankung, aber sie hat nur, sie sagt, alles andere in ihrem Leben, außer dass sie den Ortswechsel gemacht hat, ist gleich geblieben. Und sie hat ansonsten wirklich nur sich selber geheilt über
das andere Essen. Nun sind das alles Einzelfälle, ja, und das sind Anekdoten und das entzieht sich jeder wissenschaftlicher Grundlage. Aber für all die, die damit davon betroffen sind, ist das natürlich auch eine Chance, das auszuprobieren. Denn Nebenwirkungen haben die hochwertigen Lebensmittel nicht, außer wenn man sie eben noch nicht lecker zubereiten kann. Aber das lässt sich erlernen. Ja, dann kommt oft der ich vertrag's ja nicht. Und wenn man nachfragt, was heißt denn das? Ja, es gibt ein bisschen Blähungen, es gibt ein bisschen Gas. Und dann sage ich, naja, so what? Ja. Was soll's? Abgesehen davon wird es auch mit der Zeit weniger. Eben. Genau. Die Besiedelung des Darmes verändert sich und diese Blähungsneigung wird typischerweise weniger, sodass es nicht mehr sozial unverträglich ist. Ja, also das ist tatsächlich so. Ich wollte noch was sagen zum Thema Kohlenhydrate und Fette, hast du gerade diese Kombination. Es gibt ja auch den Verdacht, und der ist wahrscheinlich sehr begründet, dass die Nahrungsmittelindustrie nicht zufällig so viele Lebensmittel anbietet, die so reich an Zucker und schnell verfügbarer Stärke plus viel Fette ist. Das scheint eine Kombination zu sein, die eben auch in unserem zentralen Nervensystem, also im Hungerzentrum, Appetit, sehr schnell wieder viel Appetit auslöst. Mhm. Und damit können sie natürlich ihren Umsatz, ihren Gewinn maximieren. Es ist schon wirklich pervers. Es gibt Firmen, die bieten kalorienbewusste Nahrungsmittel an, also kalorienreduziert, fettreduziert, Leitprodukte, und geben den Anschein, sie wollen mithelfen, die Pandemie zu bekämpfen, und den großen Umsatz machen sie mit hochverarbeiteten, zuckerreichen, energiedichten, ballaststoffarmen Produkten, die dann eben reihenweise vor allen Dingen an Kinder verkauft werden. Genau. Und die dieser sogenannten Fressformel entsprechen. Ja. Also das, wo wir einfach sagen, da wollen wir mehr von. Ich möchte jetzt noch einen Punkt aufmachen, weil das ja auch nochmal eine Frage ist. Einige können die Kohlenhydrate besser vertragen als andere. Da ist der große Unterschied die Insulinresistenz bzw. Insulinsensitivität. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich? Ja. Also gehen wir einmal die Frage, welche Rolle haben da die Kohlenhydrate? Fördern die eine Insulinresistenz, nur dass wir das einmal... Du schmunzelst schon. Oder hemmen die eine Insulinsensitivität? Nein. Da gibt es ein großes Missverständnis im Umlauf. Genau. Also Kohlenhydrate fördern die Insulinsensitivität. Vom Prinzip her. Ja. Außer es ist kombiniert mit einer überkalorischen Zufuhr, positiven Energiebilanz und man wird immer fetter. Dann führt das Verfetten der Zellen zu einer Insulinresistenz. Mhm. Wenn wir aber im Bereich bleiben, ausgeglichene Energiebilanz, keine Überernährung, dann fördern Kohlenhydrate die Insulinsensitivität. Mhm. Muss ja auch, weil die Kohlenhydrate müssen aus dem Blut raus. Ja. Ja, man muss sich mal klar machen, im Blutkreislauf hast du oder ich gerade 5 Gramm Glucose. Mhm. Ja, nicht mehr. Mhm. So, und jetzt esse ich einen großen Teller Pasta oder Kartoffel oder was auch immer und führe mir 30, 40, 50 Gramm Kohlenhydrate zu. Wenn die alle im Blut über Stunden kreisen würden, dann würden diese Mengen an Zucker uns komplett kaputt machen. Mhm. Genau. Ja, also diese hohen Blutzuckerkonzentrationen sind absolut toxisch. Ja. Also muss der Zucker raus. Mhm. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass Kohlenhydrate die Insulinsensitivität der Zellen fördern. Mhm. Umgekehrt, ganz wichtig, kohlenhydratarme Kost macht im Umkehrschluss natürlich eher insulinresistent. Aber diese Insulinresistenz ist nicht zu verwechseln mit der Insulinresistenz, die durch eine Verfettung des Körpers entsteht. Das ist für mich neu. Also wenn du Fett aufbaust und immer mehr Fett in deine Zellen einlagerst, in die Muskelzellen, in die Leberzellen, in die Fettzellen, dann werden diese Gewebe, diese Zellen mit der Zeit immer insulinresistenter und entzünden sich und es entstehen viele Folgestörungen und Krankheiten. Mhm.
wenn du kohlenhydratarm lebst, dann macht der Körper sinnvollerweise die Muskeln eher zu, sodass der Zucker nicht in die Muskeln wandert, sondern fürs Hirn aufbewahrt wird. Ganz wichtiger Punkt, wenn man kohlenhydratarm lebt und zu einem Blutzuckerbelastungstest geht, weil der Arzt sagt, die Ärztin sagt, Verdacht auf Diabetes, wir machen einen oralen Glukosetoleranztest. Und du bist die letzten Monate, Wochen oder Monate sehr kohlenhydratarm unterwegs gewesen, dann wirst du bei diesem Test einen überschießend hohen Blutzuckerspiegel haben. Mhm. Warum? Weil deine Gewebe noch insulinresistent sind. Deswegen muss man, und das wird leider zu wenig gelehrt, muss man vor so einem Test 3 Tage lang kohlenhydratbetont leben, damit die Insulinsensitivität wieder normal wird. Mhm. Vorsicht! Das ist keine schädliche Insulinresistenz, denn die kannst du beheben, indem du Kuchen isst. Dann ist sie wieder da. Dann ist sie wieder da. Mhm. Die krankhafte Insulinresistenz geht nicht durch Kuchenessen weg, sondern die wird noch schlimmer. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, weil jetzt macht es ja nochmal den Fokus oder setzt es den Fokus darauf, dass wir gucken müssen, welchen Patienten geben, wenn wir ihn zum Arzt senden, mit dem Hinweis, machen Sie mal einen oralen Glukosetoleranztest, um die Insulinresistenz festzustellen, müssen wir ihm diesen Hinweis mitgeben. Unbedingt. Ansonsten ist das eine physiologische Insulinresistenz, die gemessen wird, aber nichts Schlimmes. Ja. Ach, das ist interessant. Mensch, ist schön, dass ich wieder da bin, Nikola. Es ist wirklich so, und ich bin sehr dankbar, ich lerne hier immer was Neues bei dir. Und wenn es nicht der Wein ist, dann auf jeden Fall Fachliches. Das heißt, wir haben die Insulinresistenz, die wir unterschiedlich anschauen müssen. Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was wir heute alles hatten. Wir sind angefangen mit der Pandemie des Übergewichtes und dass wir dem irgendwie Herr werden möchten. Wir haben das alte Denken der reinen Energiebilanz Herangehensweise, dass wir sagen, was wird aufgenommen, was wird verbrannt, hinkt, weil wir die Hormone vergessen, die ausgeschüttet werden. Kohlenhydrate spielen eine besondere Rolle, weil sie das Insulin mit ausschütten und besonders auf die Qualität der Kohlenhydrate, die Besonderheit, wo sie im Darm aufgenommen werden. Wenn wir weniger Kohlenhydrate empfehlen, brauchen wir etwas anderes mehr, insbesondere auch um länger satt zu sein, dann haben wir die Proteine mehr. Genau. Das Fett können wir zur Seite schieben? Nein, also ich würde nicht fettsparend leben, sondern so viel Fett nehmen, dass es eben auch schmeckt. Mhm. Und sicher, wir könnten nochmal über Fettqualität sprechen, haben wir eh schon mal gemacht, aber das ist, würde ich jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen. Ganz interessant. Wichtig ist, Pausen nochmal einzuhalten, die eine Leichtigkeit sind, wenn man eben satt ist. Dann muss man nicht ständig snacken. Und das heißt, wir haben eigentlich mit dem neuen Modell des Kohlenhydrat-Insulin-Modells eine neue Herangehensweise, wo noch wahrscheinlich uns sehr viel in der nächsten Zeit entgegenkommen wird. Was vermutest du? Da wird noch viel geforscht werden, aber im Endeffekt führt es ja eigentlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen, die ich zum Beispiel im Logik-Konzept oder im Flexicarb-Konzept seit langer Zeit habe. Meidet bitte hochverarbeitete Lebensmittel, nehmt naturbelassene, wasserreiche Lebensmittel, sättigt euch clever, Magen füllen, sodass man lang satt bleibt über viele Stunden, obwohl man wenig Energie aufgenommen hat. Ja, und natürlich spielt eine Rolle, dass man seine Muskeln erhält, seine Muskeln, wenn sie nicht mehr da sind, wieder aufbaut, damit man auch bessere Speicher, größere Speicher hat. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du heute sowas hörst wie das Kohlenhydrat-Insulin-Modell und du kennst das schon seit Jahrzehnten? Na, ich kenne die Konsequenz, aber ich kannte das Insulin-Modell natürlich nicht. Das ist ja erst vor wenigen Jahren so aufgestellt worden. Aber das passt sehr gut in all die Erkenntnisse, die eben schon lange da sind. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich erinnere mich an an die Tagung der Präventivmediziner, wo wir auch gemeinsam waren, neben mir, da saßen wir ein bisschen auseinander und neben mir saß ein sehr, sehr betagter Mann
Und er sagte nur so, das haben wir schon vor 40 Jahren gesagt. Ja. Weil vieles vielleicht zu früh war, was du schon mal formuliert hast. Ja. Und jetzt kommt es mehr und mehr in die Fokus. Mir fällt gerade noch zum Abschluss, um den Bogen zu spannen und zum Anfang zu kommen, mir fällt noch was ein. Im Endeffekt, es wird ja sehr bekämpft von den Etablierten, ja, dieses Kohlenhydrat-Insulin-Modell, aber im Endeffekt ist ja natürlich die Erklärung doch, dass es die positive Energiebilanz ist, die einen fett macht. Also das ist ja gar kein Widerspruch. Mhm. Es gibt ja so viele Leute, die Ludwig und diese These David Ludwig ablehnen, weil sie sagen, das ist ja Quatsch, es kommt nur auf die positive Energiebilanz an. Ja, das führt ja zu einer positiven Energiebilanz. Und natürlich ist die positive Energiebilanz im Endeffekt am Zunehmen, Fettaufbau schuld. Aber der Weg, die Ursache ist anders dargestellt. Richtig. Und diese Fetteinlagerung, das ja bei der Adipositas im Vordergrund steht, da kommen die Hormone eben noch mit dazu. Da kommen diese Hormone ins Spiel und das ist nicht einfach die Folge ist, weil wir zu viel essen und zu wenig bewegen, sondern es ist die Frage, was wir essen. Ja, und dann landen wir bei der Qualität. Und damit freue ich mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, weil ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder da war, wir in einem neuen Setting sind, der Wein nach wie vor gut schmeckt, die Gespräche nach wie vor gut sind. Und ich freue mich und danke dir sehr, dass wir heute wieder hier viele Erkenntnisse hatten, die möglicherweise für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auch bahnbrechend sind, so wie für mich. Heute habe ich wieder viel gelernt. Ich danke dir. Nicole. Gerne. Bis bald. Bis bald.